So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Neue Aufnahme. Neue Aufnahme. Letztes Mal haben wir die letzte von den Recken-Missionen abgeschlossen und haben jetzt hier dieses Stall-Ding. Keine Ahnung, was das für eine Story-Mission wird, ne? Aber hier, empfohlenes Level ist jetzt hier halt auch schon Stufe 16. Wenn wir mal nochmal zurückdenken, empfohlenes Level war hier immer ganz weit unten. Und wir haben schon, also gut, wir haben jetzt nicht gestruggelt, aber es hat jetzt nicht so gewirkt, als wäre alles super easy. Allerdings, könnte das hier jetzt schon interessant werden. Ja, ich würde jetzt erstmal kurz gucken, was ich denn so tun kann. Guck mal, da ist dieses Training mit den Lanzen noch, aber wir haben keine Lanzen, hab ich irgendwie den Eindruck gehabt. Ansonsten, das haben wir scheinbar alles. Ich denke, es sind auch, ich denke, oben sind immer die, die noch nicht abgeschlossen sind. Das würde Sinn ergeben. hier genau das gleiche. Da sind, okay, da ist okay. Da haben wir alles. Und dann haben wir hier halt jetzt noch, ja, das geht alles noch nicht. Das geht auch noch nicht. Und da haben wir ein paar Läden freigeschaltet, ne? Ich würde jetzt halt gerne mal dahin gehen, wo man die Waffen verbessern konnte. Schmiedegilde. Ist das das? Kombinieren. Ah, ja. Ich möchte eine Waffe verstärken. Ja, vielleicht möchte ich das. Ich bin mir noch nicht sicher. So, Linky Boy, was hast du denn? Wir haben ja, aktuell habe ich ja den eingesetzt, ne? Ich weiß, den diesen Exalbum. Was ist jetzt, wenn ich den und den vereine? Schlachtfeldabhängige Materialien plus 5% hat der zum Beispiel. Und der hat Angriffsreichweite plus 7%. So, und was ist, wenn ich jetzt sage A und... Guck mal, dann geht der hier auf ST3, wahrscheinlich Stufe 3. Hat der auch EP oder was soll das sein? Scheint aber dann dieses Schlachtfeldbonus-Ding zu verlieren irgendwie. Macht aber dann Stärke 20 draus. Und jetzt, wenn ich mit Plus, könnte ich kombinieren. Wir schauen uns das mal an. Kostet jetzt ja nicht die Welt, ne? Guck mal, jetzt hat der einfach EP bekommen, der Boomerang. Was ist das denn? Kann ich auch Boomerang und Schwert kombinieren? Like, einfach weil ich es kann. So. Das hier. Und das hier. Würde einfach 21 dann draus machen. Und wenn ich jetzt noch den dazu nehme, habe ich auch noch Schaden mit durch Attackenhagel plus 13%. Und wenn ich das dazu. Ach so. Ich kann ganz viel miteinander kombinieren. Der kriegt dann einen Zusatzeffekt, okay. Ah, ich verstehe. Dann wäre es doch schlauer, bevor ich alte Waffen wegwerfe, dass ich die halt kombiniere, einfach mit dem Stärksten, was ich gerade habe. Dann ist das jetzt ja aktuell so meine Weapon to go. Ne, ich habe aktuell nichts Besseres als das. Wenn ich jetzt wieder sage, den hier möchte ich kombinieren mit, und dann nehme ich hier einfach diese ganzen schwachen Dinger. Passiert da irgendwas? Das hat jetzt nur den EP ein bisschen erhöht. Ach so, das erhöht. Ah, ich verstehe. Jede Waffe gibt ein bisschen EP dazu und wenn die EP ausreichen, dann steigt es um den neuen Wert. Yo, die Glückskelle würde einfach mal richtig zugeben. Aber dann ist das weg, wenn ich das genutzt habe, ne? Ich kann es nur einmal nutzen, alles. Okay, wir lassen das jetzt mal. Ich habe jetzt erstmal einen relativ starken Exalbumerang. Warum nicht? Sie hat auch schon 20 von 20. Also bei ihr könnte ich eigentlich auch erstmal verstärken.
So, das Stärkste, was ich aktuell habe, ist das hier. Schaden durch Normalangriffe plus 4. Haben wir sonst irgendwelche Fähigkeiten? Angriffsgeschwindigkeit? Das Ding ist halt, ne, wir wissen nicht. Also ich rüste jetzt erstmal die aus. Und dann kann ich nämlich die verstärken. Dann könnte ich jetzt hier auch sagen, das und das und das und das und das. Jetzt haben wir richtig, kriegen wir hier richtig drauf. Ich kämpfe zwar überhaupt nicht mit Impa, aber hey. Ne? Okay, also ich verstehe. Ich verstehe das Konzept von den Waffen verbessern. Und es ist jetzt halt gerade, ich nutze das gerade, dass ich hier die Waffen einfach dann, ne? Versteht ihr auch. Okay. Die hat noch überhaupt nicht so viele Waffen, das heißt, da können wir einfach mal das lassen. Ne, mir geht's um den Platz. Okay, hier können wir auch die Lichtschuppenlanze deutlich verstärken, nehme ich mal an. Schaden durch Sprintangriff plus 7%. Okay. Ah, es wäre schlauer, die unteren wegzumachen, ne? Weil die braucht ja kein Mensch mehr. Okay. Ja, 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 ich verstehe. Okay, okay, okay. Haben wir das gemacht? So, Daruk. Ich will halt jetzt gucken. Okay, da ist ganz viel Platz übrig noch. Das müssen wir jetzt nicht aktuell machen. Da ist auch noch ganz viel Platz. Aber der hat halt auch eine Waffe, die ist safe. Immer die ich verwenden werde, nämlich den Adlerbogen. Weil das alles andere ist ja hier irgendein Quatsch. Ah, komm, dann können wir es eigentlich auch gleich einsetzen, ne? Dann können wir hier, zack, 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 zack. Und dann haben wir hier 5 Stück. Ab dafür. Oh, Entschuldigung. Und dann haben wir noch Urbosa. Die kann jetzt noch nicht so viel Waffen haben. Genau, aber auch die hat ihren Hauptwaffe, ihren Schatzsäbel. Dann können wir hier auch einfach die unteren. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann haben wir auch genug Platz. Wenn wir neue Waffen bekommen und so weiter, dann ist das alles easy. Easy going. Sehr schön. Dann können wir das eigentlich trotzdem auch schnell bei Daruk machen. Was soll's. Er hat ja hier genau den Berg spaltet. Das ist seine Waffe. Die möchte ich ihm auch lassen. Die werde ich nicht hier hergeben. Und dann gibt es einfach hier Steinspalter. Zack, zack, zack. Und dann gibt es auch noch Zusatzeffekte ein bisschen drauf. Jawohl. Wunderbar. Oh. 750. Upsi. Kann ich eins wegnehmen? Zwei wegnehmen? Jetzt sind wir bei 450. Okay, das kann ich mir leisten. Dann machen wir halt nur das. Aber er soll jetzt nicht leer ausgehen. Der arme Kerl. Okay, jetzt habe ich mein ganzes Geld für Verbesserung ausgegeben. Ups. Gar nicht aufgefallen. Dann hätte ich das mit Zelda eigentlich auch noch machen können, mit ihren Büchern da. Bücher, Bücher. So, okay. Ah, ich könnte was verkaufen vorher. Warte mal. Wie sieht das aus? Verkauft? Ach so, ich müsste Waffen verkaufen. Okay, nee, das... Nee, nee, nee. Dann nutzen wir Waffen lieber zum Verstärken gleichzeitig und nicht nur zum Verkaufen. Dann ist Verkaufen eigentlich... Dann haben wir bisher echt Waffen verschwendet. Dann hätten wir die gleich kombinieren sollen. Kombinieren geht vor Verkaufen. Verstanden. Verstanden. So. Hier könnte ich verkaufen. Kann ich nur diese... Kann ich da nicht... Ah, so komme ich durch. Es gibt nur 30 Rupien. Das ist ja nicht so... Ich dachte, es ist teurer. So ein Saphir ist crazy. 260. Aber da bekommen wir durch Missionen mehr Geld. Dann machen wir einfach Missionen. Okay. Jetzt auf in den Hyrule-Stall. Wir können mit Link, mit Urbosa oder mit Mipha kämpfen. Wieso kann ich nicht... Kann ich Link vorne setzen? Ah, nee, wir können mit allen... Hä? Ach so! Habe ich das dumm gesetzt oder was habe ich da gemacht? Königliche Beraterin Impa, bereit! Also ich müsste hier... Quatsch. Ah, Quatsch! Königliche Beraterin Impa,
Bereit! Ich wollte Link vorne haben. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Ich kann Link nicht rausnehmen. Dann spiele ich Link auf jeden Fall anscheinend. Keine Ahnung. Ich möchte für alle nur das Beste. Ja, das ist schön. Freu dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Lass uns gemeinsam für Hyrule kämpfen. Ja, ist ja gut jetzt. Genug gequatscht. Auf geht's. Da brennt der Stall erstmal. Und so geschah es, dass sich die Piloten der vier Titanen versammelten. Unter den wohlwollenden Blicken des zeitreisenden Wächters nahm das Training zur Steuerung der Titanen seinen Lauf. Und ein Plan zur Niederschlagung der Monster kristallisierte sich heraus. Niederschlagung ist auch ein interessantes Wort. Zelda verstärkte ihre Anstrengungen, sowohl bei der Inbetriebnahme der Titanen als auch bei der Erforschung der Relikte. Ihre Macht der Versiegelung lag jedoch weiterhin brach und nichts deutete darauf hin, dass sie in näherer Zukunft darüber verfügen könnte. Ja. Jägerband. Oh, müssen wir gegen Jägers kämpfen? Es gab auch nicht ein einziges Wort des Lobes. Nein. Doch ich kann verstehen, dass Vater frustriert ist. Aber, Euer Hoheit, wir sind es, die jetzt etwas unternehmen müssen. Sag Mipha und Daruk, dass wir gleich morgen früh aufbrechen werden. Um die Titanen aufzusuchen? Verstanden. Huch? Mein Vater denkt, dass meine Kraft nicht erwacht, weil ich einfach nicht genug geübt habe. Wenn ich zu den Titanen gehe, wird er mich wieder schelten. Oh. Link! Oh. Der Roboter spricht mehr als Link. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh ja, das sind Schlachtfelder. Die Titanen sind noch nicht vollends kalibriert. Sie müssen perfekt auf die Piloten abgestimmt sein, um ihre volle Stärke zu entfalten. Vieles ist noch unerforscht. Doch ich werde mir das nicht geben. Daruk! Ich habe eine Bitte. Darf ich das nächste Mal mit dir trainieren? Ich will nämlich stärker werden. Nur für den Fall, dass etwas geschieht. Klar doch. Ist gar kein Problem. Aber weißt du, uns fehlt noch dieser Ritter, der mit dem Bannschwert die Dunkelheit versiegelt. Ah, ja. Ich denke ja, dieser Link. Ich wollte alles ausrüsten. Was Kleidung angeht. Okay, ich habe immer noch die Soldatenuniform an. Es ist an der Zeit, dass du die Bühne verlässt. Oh, super. Oh, wie nice! Er hat sogar in der Cutscene die Waffe, die man ihm gegeben hat. Der hat einen Exalbumerang einfach. Oha! Das heißt, die Cutscene passt sich der Ausrüstung an. Hätte ich Link jetzt dann auch nicht als Soldat gesehen, wenn ich ihm Kleidung gegeben hätte? Ich glaube ja. Crazy. Kann ich das während des Spiels ändern? Ich glaube nicht. Wieso bin ich jetzt Mipha? Mipha! Ich werde es Ich kann gar nicht, Link. Was ist... Was? Wie groß ist das hier? Und wo ist... Warum kann ich nicht Link? Was ist denn jetzt schiefgegangen? Okay. Ja gut, dass wir die Waffen auch gemacht haben.
Oha. Besiege Super. Das heißt, wir werden jetzt gegen Super kämpfen im Laufe dieser Schlacht. Das ist ein riesiges Schlachtfeld. Oh mein Gott. Ich bin überfordert. In Ordnung. Das war's. Link! So, aber wenn, dann spielen wir als Rivali. Die Maschine. Wobei ich als Rivali nicht so gut auf dem Boden die ganzen Dinger sehe, ne? Können wir mal auf dem Boden und dann hier so. So ist gut. Ne, die Crocs. Wir sind total vorsichtig. Ich suche nur Crocs. Link hat das Schlachtfeld mit Zelda verlassen. Ach so, deswegen kann ich ihn nicht spielen. Der spielt hier keine Rolle. Die Recken alleine kümmern sich um Super und Link ist so, macht ihr mal. Okay. Ich verstehe. Gibt's dann überhaupt, kann ich als Rivali überhaupt Crocs finden oder kann ich das nur als Link? Nehmt das! Das wäre jetzt die Frage. Jawollo. Hier ist Schluss. Jawohl, hier ist Schluss. So sehe ich das auch. Ja, wir werden es wissen, sobald ich den ersten Croc zufällig finde. So, dann weiß ich, dass ich sie hätte suchen können, aber bisher wirkt es jetzt nicht wirklich so. Das war's. Ich werde mal kurz in die andere Richtung gehen. Ich weiß, dass der eine da angezeigt wird, ne? Aber ihr kennt mich ja. Boom. Rivali kommt vorbei und alles explodiert. Ich glaube nicht, dass hier Crocs sind. Das Ding ist halt, solange ich nicht einen finde, muss ich mir keine Gedanken machen. Sobald ich den ersten gefunden habe, muss ich mir Gedanken machen. Okay, hier ist auch noch ein riesiges Schlachtfeld. Nehmt das! So langsam komme ich in Fahrt! Okay, jetzt hätten wir das A aufgeladen, was ganz gut ist, weil dann können wir damit direkt sozusagen zu dem Typ gehen. Dem Kommandantenviech. Offizier heißt er. Offizier. Yo, wie einfach hier alles brennt, ne? Na gut, alles nicht, aber genug. Genug, um zu sagen, dass es ziemlich mistig ist von euch Jägers. Mistkerle, weg mit euch. Wir räumen schon mal auf für nachher. Das ist nie verkehrt, schon mal aufzuräumen. Hier hätte ich mir sowas wie den Croc vorstellen können, ne? Aber da ist nichts. Na gut, gehen wir zum Kommandanten. Da kam ich nicht irgendwo durch? Da komme ich durch. Der ist da hinten irgendwo. Oh, das läuft eher nicht so gut. Bergauf schießen, ganz schön schwierig, ne? Ah, schon besser. Einfach alles durch, jawohl. Einfach hier durchmetzeln. Gar kein Problem. Bestimmt daran, dass wir die Waffe verstärkt haben. An nichts anderem. Wali, kannst du... Das sah ein bisschen albern aus jetzt, Kollege, ne? Wäre halt schön. Dass er da halt nicht einfach drüber fliegen kann, so. Plötzlich ist da eine... Okay! Verdammt.
Es gibt sie auch hier, auch wenn wir nicht links sind. Good to know. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Ich kann nur wiederholen, zum Glück ist keine Friendly Fire an. Der Sieg geht auf mein Konto. Jawohl. So sieht das aus. So, das war der erste und jetzt können wir zum Mifa wechseln. Die ist gerade beim zweiten scheinbar. Ja, Tatsache. Ich hab doch X gedrückt. Ich gebe nicht nach. Ja, das finde ich gut, Mifa. Ich beschütze alle. Nachgeben ist auch doof. Nice. Aber irgendwie habe ich trotzdem. Wurde ich trotzdem getroffen. Jetzt ist er gleich. Ich dachte, jetzt haben wir gleich. Noch nicht ganz, aber gleich. Jetzt! Adios, mein. Oh, wow! Wir waren siegreich. Das sieht nicer aus als vorher. Liegt das daran, dass wir gelevelt haben? Das sah vorher anders aus, ne? War das nicht die Kugel vorher? Cool. Oh, wow. Hi. Einfach ein Krogi. Gott, es gibt hier viel zu viele Krogis. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wo sind wir denn da auf der Karte? Ach, da unten. Okay. So, die haben wir jetzt eingenommen. Die stehen jetzt da einfach rum. Den haben wir mit Revali nicht gesehen. Da waren wir doch aber, oder? Oder waren wir da nicht? Hier waren wir überall, also hier waren wir mit Revali auch gerade noch. Vielleicht einen einsamen alten Krog übrig gelassen. Korga. Korga. Ach, Liga meine ich. Ich mag diese Kombo-Attacke. Die ist brutal. Die sind alle ziemlich cool so als Charakter, ne? Muss man schon sagen. Ach, guck mal, hier sind auch noch andere Viecher, nicht nur Giga. Aber da kommt man jetzt wieder nicht durch. So, dafür ist Mifa jetzt einfach zu fett. Weißt du? Aber durch Feuer laufen kannst du schon ganz gut. So, hier war ich auch mit Rivali hinten, da war nichts. Ne? Aber ach so, das kann ich kaputt machen. Krieg zumindest Geld raus. Ist doch auch was. Ich könnte schwören, hier ist irgendwo ein Krog. Von der Aufmachung hier und allem. Aber ich sehe keinen. Okay, gehen wir zu dem nächsten Offizierviech. Ich muss es tun. Zack. Ich darf nicht verlieren. Keine Zurückhaltung. So sieht's aus. Ich hätte das bei dem Kommandanten. Warum bin ich dumm? Ich hätte das bei dem Offizier einsetzen. Warum bin ich denn dämlich? Oh mein Gott. Ja, ich hätte es hier einsetzen. Aber gut, es ist nur ein kleiner Mob, ey. Nicht gut. Gar kein Problem. Und tschüss. Bam. Wir waren siegreich. So sieht's aus. Also da. Jetzt kann ich wieder zu Revali wechseln, ja? Okay. Na gut. Revali! In Ordnung. Er hat sich einfach zum nächsten Moblin vorgekämpft. Okay. Leider hat er dabei... Yo, das war wohl Darung. Leider hat er dabei sämtliche...
Cox ausgelassen, logischerweise. Hier ist Schluss. Das war zu langsam, aber egal. Und jetzt. Oh, kein schneller Griff mehr. Okay, so, Rivali kam von hier praktisch. Theoretisch. Haben wir jetzt irgendwo den Krog ausgelassen? Ach nee, hier sind wir gerade noch selber rumgelaufen, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt sind wir gerade selber noch längst gelaufen. Aber das muss nichts heißen. Weiter auf. Begib dich zur Hyrule-Garnison, um Verstärkung zu rufen. Wir brauchen keine Verstärkung. Wir kommen ganz gut alleine klar hier. Alles easy. Ich könnte eigentlich auch direkt zu Super und ihm einfach auf den Mund geben. Alles möglich. So. So, aber ich habe den Eindruck, wir haben hier noch nicht. Ah, jetzt ist der Typ da, den wir brauchen. Moment, warte. Und jetzt. Ja, easy. Easy going. Zack. Okay, die haben wir eingenommen, die Festung hier. Sehr schön. Also heißt ja mal Vorposten, nicht Festung, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Ah, hier komme ich nicht durch. Sieht man auch an der Karte, dass ich da nicht durchkomme. Hätte ich nur mal die Augen aufmachen müssen. Hier ist Schluss. So, dann räumen wir hier mal noch auf. Hallo, ich würde gerne fliegen. Das geht dann, glaube ich, nämlich deutlich schneller. Wenn man treffen würde. Ja, sehr gut. Zack. Wie die einfach weggeräumt werden, ne? Das ist so eine geniale Attacke. Aus der Luft hier einfach angreifen. Na, guck mal, das ist eine Truhe. Steinspalter. Gut, und jetzt wissen wir ja auch, jede Waffe ist sinnvoll, weil mit jeder Waffe kann man ja mindestens verbessern. Selbst wenn wir die Waffe an sich nicht brauchen, können wir sie zum Verbessern nutzen. Also zum Leveln der anderen Waffen. Das ist schon gut. Gar keine Frage. Ich frage mich nur gerade, wie lange die Mission hier noch gehen wird. Ich denke, die geht noch ein ganzes Stück. Die werden wir auf jeden Fall nicht komplett in einem Part machen. Weil ich habe ja 10 Minuten lang erstmal Waffen aufgebessert. Ne? Ich weiß, das hat Zeit gekostet. Aber dafür habe ich jetzt gelernt, wie das funktioniert. Okay. Oh, guck mal. Hier kommt gleich der nächste, dann können wir den hier auch einnehmen. Ah, nee. Ah doch, da ist er. Liga-Kommandant-Viech. Sehet und staunet. Abflug. Ohne Gnade. Oho. Jawohl, erwischt. Sehr gut, nächstes Ding ist für uns. Auch das nehmen wir mit. Prima. Eigentlich wollte ich Krog suchen, aber... Ah, falsche Taste. Nee, passt schon, richtige Taste. Aber habe ich jetzt noch keine gefunden. Krogi. Oh, hier ist diese Arena. Ja, klar. Ja, stimmt. Wir sind in der Mitte von der Karte, von der Hauptkarte. Dann ist da drüben die Arena, wo der Neune drin ist. Also jetzt wahrscheinlich nicht, aber...
grundsätzlich im Hauptspiel ist da der Leune unten drin. Nice. Oh, es ist so gut, ne? Es ist so gut, wenn man ein bisschen kapiert, wie das alles funktioniert. Dann wirkt es gar nicht mehr so überfordernd. Man muss das alles nur mal lernen. Ah, da hinten kommen wir noch nicht rein. Okay, aber da wird später noch aufgeräumt. Ist aber halt, das ist halt auch jetzt wieder ein bisschen dumm. So, naja. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Okay. Meinetwegen, hab's ja verstanden. Ich darf da noch nicht hin. Aber da wird noch, ne, wenn die Tore hier aufgehen, dann müssen wir da ordentlich aufräumen noch. Einsamer Exalfoss. Noch mehr einsame Exalfosse. Die sich versucht haben zu tarnen, oder was ist das für eine Mission hier? Wow. Beste Mission. Wir gehen mal hier runter. Aber ich hätte schwören können, hier wird ein Krog sein. Ist da echt nix? Nee, okay. Schade. Aber wir kommen gleich dorthin, wo wir hinwollen. Da ist auch nochmal so ein Zipfel. Nichts. Tragisch. Einfach tragisch. Okay, hier kann ich nicht hoch. Nein. Oh doch. Geh erstmal hier lang. Siege die blauen Moblins. Ja, kriegen wir hin. Hier ist noch zu, ja, okay. Das scheint eine Abkürzung dann zu sein. Muss ich schnell sein wegen der Festung oder kann ich chillen? Erstmal umgucken. Wir werden es gleich sehen. Tifa scheint ja dort zu sein und ich denke, wenn es. Noch ist es nicht vorbei! Wenn es dann hart werden sollte. Nice! Wenn es dann hart werden sollte, dann wissen wir ja Bescheid. Dann wissen wir ja Bescheid, dass wir ganz schnell wechseln können. Der Sieg geht auf mein Konto. Jawohl. So ein Ding ist das. Okay, hier können wir noch ran. Yo, hier ist richtig Party. Mit einem Ding haben wir einfach alle erledigt. Sick. Zack. Okay. Ich meine, je mehr wir von diesen Vorposten einnehmen, umso besser. Schaden kann es auf gar keinen Fall. So, jetzt kann man hier noch durch. Hier geht's nicht weiter. Hier hinten geht's nicht weiter. Hier ist safe was. Wenn hier nichts ist, weiß ich auch nicht. Und jetzt... Okay, ich dachte, die gehen auf vielleicht. Hier muss doch irgendwas sein. Hier hinten muss doch irgendwas sein. Das erzählt mir doch keiner, dass hier einfach leer ist. Aber ich sehe nichts. Ihr seht auch nichts mehr. Ich sehe einfach nichts. Ha. Huh. Ja, krass. Na gut, vielleicht war das der Ort, wo die losgelaufen sind, sodass man gesagt hat, da ist der Startpunkt für die und dann laufen die von da aus los. Das kann natürlich sein. So, aber jetzt kommen wir langsam wieder an den Bereich genau, wo wir schon waren.
Ja, hier waren wir vorhin mit Mifa durch. Machen wir hier noch kurz die weg. So. Da hinten war ich noch nicht. Hier auf dieser riesigen Fläche. Gar nicht so viel. Ha! Yo, die Viecher gibt's hier auch. Sick. Das war zwar nicht der Krog, den ich gesucht habe. Ah, Truhe nehmen wir aber auch mit, gerne. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat sich schon gelohnt hier. Okay, und hier ist Schluss. Hier ist Schluss für uns. Ja, sieht man auf der Karte. Ich muss einfach mal auf die Karte gucken, dann sieht man ja, wo Schluss ist. Ne? Da hinten waren wir an dem Zipfel. Okay. Dann haben wir den Weg auch abgefrühstückt. Dann haben wir eigentlich jetzt von dem Hauptbereich der Karte hier unten. Ja, haben wir soweit alles durch. Ich meine, sieht ja, da kommt noch einiges. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir den Part hier gleich beenden werden. Und dann im nächsten Part hier weitermachen. Also, weil eine Mission pro Part, das wird nichts. Das werden viel zu große Parts. Das kann ich nicht machen. Hier ist auch kein Groggy. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich Grog suche. Ich weiß ja noch nicht mal, was sie bringen. So ist. Das ist einfach der Drang, das haben zu wollen. Es tut mir leid. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass man sich in dieser dass man sich in diesen Maps umguckt. Das erscheint mir schon sinnvoll. Oh, jetzt haben wir zum Beispiel Schwertbananen bekommen. Jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, dann gehen wir noch einmal hier rein und machen noch diese Mission und dann schließen wir den Part erstmal ab. Da oben geht die Party ab. Hört auf zu zappeln! Gefällt euch das? Moin. Ohne Gnade. Kein Entkommen. Sie geht auf mein Konto. Easy. Das war's. Da hinten ist noch ein anderer. Der ist auch noch weg. Wollt ihr auch noch eine Runde? Nice. Und tschüss. Nice. Sehr schön. Das war die Nummer. Okay. Dann kriegen wir jetzt eine neue Mission gleich. Die Truppen des Blitzmoblins greifen an. Die greifen wir beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.